Organisation auf Nachbarschaftsnetzwerken und hier haben wir jetzt die Landesarmutskonferenz, heute vertreten mit Eckart und Dagmar. Und könntet ihr einfach mal kurz die Landesarmutskonferenz vorstellen und euer Engagement auch, was macht ihr konkret? Und dann auch noch gleich, warum seid ihr heute dabei, warum unterstützt die Landesarmutskonferenz das Demobündnis? Okay, also die Landesarmutskonferenz hat sich Ende 2009 gegründet, weil 2010 hat die EU, die Europäische Union, das Jahr gegen Armut ausgerufen und hat aufgerufen, Aktionen und, zu machen, um die Armutsbekämpfung wirkungsvoller zu machen. In dieser Landesarmutskonferenz sind nicht Regierungsorganisationen, also viele Wohlfahrtsverbände, Kirchen, und das sind halt auch 6 oder 7 Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen, wie Frauenarmut, Kinderarmut und Familien, Migranten, Flüchtlinge. Und wir arbeiten hier in dieser Arbeitsgruppe Bundesrot Mensch mit. Und in dieser Arbeitsgruppe sind so zwischen 6 bis 15 Leute. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema, was kann getan werden, was müssen wir fordern von der Politik, damit Wohnungslose in dieser Stadt oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen oder Menschen in prekären Wohnsituationen zum Wohnraum kommen und ihren Wohnraum sichern können. Und wir haben halt festgestellt, der Wohnungsmarkt wird immer enger und immer knapper, der preiswerte Wohnraum. Und daher ist es für unsere Menschen, die wir hier in unserer Sozialarbeit unterstützen, immer schwerer, eigenen Wohnraum zu finden. Oder auch, wir haben halt als Sozialarbeiter und Sozialarbeiter auch das Problem, dass wir den Leuten, denen wir ja zu einer Wohnung verhelfen sollen, aber denen wir ja vor allem auch helfen sollen, ihr Leben in Griff zu bringen, dass wir das in einem Punkt schon gar nicht schaffen. Wir finden auch keine Wohnung für die Leute und wir können Tipps und Tricks sagen, aber wenn der Wohnraum so knapp wird, und der wird immer knapper, auch gerade bei kleinen Wohnungen, wenn die auch noch hart hier angemessen sein sollen, da haben wir auch gar keine Möglichkeiten, die Menschen auch zu unterstützen. Ja, und wir sind heute hier, weil die Zahl der Wohnungslosen in den letzten Jahren steigt, immer weiter steigt und durch die Politik, dass die Kosten häufig festgesetzt werden und die Leute aus den Regelsätzen ihrer Mieten zum Teil zahlen müssen, dass auch immer wieder neue Wohnungsnotfälle produziert werden und gleichzeitig das System in der Wohnungslosenhilfe diese Leute nicht mehr auffangen kann. Es ist ja auch so, dass die Plätze in den Obdachlosenunterkünften alle sehr belegt sind, dass die Plätze in den Notunterkünften im Winter über 150% belegt sind und dass die Bezirksämter zum Teil auch schon sagen, ja, kommen Sie nächste Woche wieder, wir können Sie heute nicht unterbringen. Und das ist ja eigentlich eine Pflichtaufgabe des Staates, die Menschen dafür zu sorgen, dass sie nicht irgendwo unzumutbar irgendwo unterkommen müssen, sondern einen Wohnheimplatz kriegen. Und auch das ist nicht mehr richtig gewährleistet. Und abschließend halt auf euch die Frage, wie sieht die Stadt von morgen aus? Oder wie sollte die Stadt von morgen eurer Ansicht nach aussehen? Was muss sich hier verändern? Es muss sich verändern, dass es einen Verdrängungsdruck gibt, dass inzwischen, also wenn wir jetzt Menschen haben, die wir beraten und unterstützen, wo sie noch Wohnraum finden können, dann wissen wir schon, dass wir im Grunde im Innenstadtring gar nicht anfangen müssen, weil das sind Menschen, die haben Marktzugangsschwierigkeiten, die haben vielleicht Schulden, die haben keine saubere Schufa, da brauchen wir im Innenstadtring schon gar nicht anfangen, sondern wir können immer mehr nur an den Stadtrand gehen. Ja? Ja, wir haben das Problem, dass in unserer Gesellschaft die soziale Mobilität sehr gering ist. Also Aufstieg durch Arbeit ist kaum möglich, weil die Leute, die Arbeit finden, häufig von der Arbeit nicht leben können. Und das sollte sich ändern, dass jeder, der eine Arbeit hat, auch von der Arbeit leben kann und dann auch in dem Stadtbezirk leben kann, wo er möchte. Das ist uns wichtig und insbesondere auch, dass zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt auch die Leute, die schlechte Chancen haben, auf Wohnungen auch versorgt werden können. Dass hier nicht das Gesetz des Stärkeren herrscht, sondern dass wir uns an die Werte, die wir lange Zeit vertreten haben, auch erinnern, dass sozial schwächere Menschen auch einen Wohnplatz haben, der ihnen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Ja, vielleicht genau. Danke. Zum Abschluss einfach nochmal. Wir sagen ja auch, Wohnen ist eben keine Ware, sondern es ist ein Menschenrecht.
Es ist ein Menschenrecht und daran wollen wir nicht nur heute erinnern, sondern auch dieses Menschenrecht auch einfordern. Und die Realität sieht ja ganz anders aus, wie ihr das auch gerade geschildert habt. Ich danke euch und wir gehen weiter.